Hallo, in meinem heutigen Video geht es um eine Gepäcksicherung und zwar genau hier um den Spacefix von der Firma Space for Dreams. Der soll nicht nur euer Gepäck einmal vom Verrutschen sichern, sondern ebenfalls vom Umfallen. Bevor ich aber jetzt zu einem ausführlichen Test komme, möchte ich euch hier einige Eigenschaften vorstellen und ein paar Daten geben hier von dem Spacefix. Der Spacefix ist eine sehr komfortable Gepäcksicherungslösung, da er durch seinen Schaumstoffkern im Inneren sich nahezu an jedes Gepäckstück anpassen lässt und somit für optimalen Halt sorgt. Durch den starken Klettverschluss unten an der Unterseite des Spacefix haftet er nahezu perfekt wie angenäht auf dem Kofferraumboden. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass euer Kofferraumboden nicht aus feinem Velour ist, so dass dieser Klettverschluss optimal halten kann. Der Spacefix hat einen abwaschbaren und abnehmbaren Bezug. Die Oberfläche fasst sich gut an und die Verarbeitungsqualität ist auf einem hohen Niveau. Er ist in zwei Maßen erhältlich, einmal in 1000x60x60 mm und einmal in der von mir getesteten Variante 1000x80x60 mm. Ihn gibt es in den Farben Grün, Rot, Schwarz, Beige und natürlich Grau. Wer jetzt mehrere von diesen Spacefix Ladungssicherungssystemen hat, der kann sich hier eine Abteilung in seinem Kofferraum vornehmen, so dass auch wirklich keines seiner Gepäckstücke irgendwann mal verrutschen kann. Um den Spacefix jetzt einmal ausführlich testen zu können, habe ich mir hier drei Alltagsgegenstände ausgesucht. Und zwar einen Wascheimer, einen Einkaufskorb mit verschiedenen Utensilien drin und natürlich hier einen Werkzeugkoffer. Den Wascheimer und den Einkaufskorb möchte ich natürlich nicht nur vom Verrutschen sichern, sondern ebenfalls vom Umfallen. Den Test führe ich so durch, dass wir einmal mit dieser Gepäcksicherung Spacefix testen und einmal ohne, um das Ganze ordentlich vergleichen zu können. Kommen nun erstmal dazu, wie ihr euer Gepäck bzw. eure Ladung richtig sichert. Generell solltet ihr eure Ladung, egal ob jetzt Einkaufskorb oder gar einen Wascheimer, so sichern, dass ihr einmal euer Gepäckstück nehmt, stellt das richtig hinten gegen die Rücksitzbank bzw. gegen die Rückwand von eurem Fahrzeug und fangt dann an, euer Gepäckstück hier zu sichern. Ich nehme jetzt den Spacefix. Drück diesen jetzt einmal hier um meinen Einkaufskorb herum und damit ist dieser Einkaufskorb auch schon optimal gesichert gegen das Verrutschen. Um den Spacefix jetzt einmal extremer testen zu können und die Bilder besser mit der Kamera einzufangen, tue ich natürlich jetzt hier einmal unser Gepäckstück jeweils nach hinten stellen und es hier hinten befestigen. Das solltet ihr aber dann, wenn ihr das richtig macht und euer Gepäck sichern wollt, natürlich nicht so machen. Der Test läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich steige jetzt hier in mein Fahrzeug ein, beschleunige einmal stark hier hinten in diese S-Kurve rein, schlage einmal stark nach rechts und einmal stark nach links ein und schaue dabei, wie sich mein Gepäckstück einmal mit der Spacefix Gepäcksicherung verhält und wie sich das Ganze einmal ohne diese Gepäcksicherung verhält, um einen direkten Vergleich dazu zu kriegen. Und was dabei für Ergebnisse rauskommen, das sehen wir jetzt.
Damit komme ich auch schon zum Ende meines kleinen Testvideos hier von dieser Gepäcksicherung Spacefix. Mich hat sehr überrascht, dass selbst hier der einmal der Wascheimer und natürlich hier einmal der Einkaufskorb mit den ganzen Einkaufsutensilien einmal sehr gut vom Verrutschen und einmal vom Umfallen gesichert wurde. Möchtet ihr jetzt auch so ein Ladungssicherungssystem haben, wo ihr auch hier den Kofferraum entsprechend mit mehreren dieser Spacefix abteilen könnt? Dann habe ich euch einen entsprechenden Link hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Hier könnt ihr den Spacefix einmal bestellen und kriegt natürlich mehrere Informationen und könnt mehrere Produkte einsehen von der Firma Space for Dreams. Hat euch das Video gefallen, ich kann euch damit weiterhelfen, dann würde ich mich auch dieses Mal über einen Daumen nach oben freuen. Möchtet ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen, dann könnt ihr mich gerne hier auf dem Button einmal abonnieren. Wollt ihr weitere Tipps und Videos jetzt von mir sehen, dann könnt ihr das natürlich auch jetzt hier auf den Links tun. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!